Das hat ja ganz gut geklappt eigentlich, ne? Einmal okay, einmal desynchronisiert. Aber das war ja auch mein eigenes Verschulden, also kann man dagegen nichts sagen. So, ich werde jetzt noch die Assassinen hier was machen. Was machen hier? Genau, mit den Assassinen werde ich jetzt noch was machen. Und dann war es das, glaube ich. Auch was ich jetzt mache an Sachen. Oh, die nächste auf 7. Yeah, sehr schön. Sehr schön. Aufträge in Barcelona gibt es einen neuen. Der ist ja wohl perfekt für unseren Zweier-Kandidaten. Moskau gibt es auch einen neuen. Der ist schon schwieriger. Dann nehmen wir unsere beiden Siebener. Okay, einen können wir noch losschicken, einen. Alles klar. 245. Mit diese Frau hier. So. Wir haben Rom zu 46% wieder aufgebaut. Können die Borgia-Einfluss an kurz. Der ist sehr interessant. Und wir haben nur noch 3 Borgia-Türme. Wo ist jetzt unsere Hauptmission? Wir haben ja. Dreimal Leonardo. Ach, wahrscheinlich habe ich die sekundären. Das ist ein Bug. Wir könnten hier noch ein, zwei Aussichtspunkte theoretisch machen. Ach, das ist der. Stimmt.
Also recht, stimmt. Ah, da wird's mir angezeigt. Auf der Tiberninsel, stimmt. Auf der Tiberninsel. Stimmt, 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 stimmt. Ich bin mir gerade nicht sicher, soll ich jetzt nochmal schnell die Mission machen? Mein Herz sagt ja. Ja, mein Kopf sagt nein. Oh Mann. Oh Mann. Ich laufe zumindest schon mal hin. Mit euch. Unterwegs entscheide ich, ob ich was mache. Macht mein einziger das alleine fertig? Machen die. Man macht die alleine fertig. Unter einem Umhang lauf. Vergebt mir, nobler Herr. Ich wollte euch nur gefallen. Hier ein Schabernack! Ein Fünfer, ne? Mehr so blasiert? Ha? Du, du Schwein? Ich wusste, ich kenne euch irgendwo hier. Er windet sich genau wie seine Frau zu Beginn. Das habt ihr euch selbst zuzuschreiben. Guter Junge, guter Junge. Wirklich ein sehr guter Junge. Denn ich weiß nicht, was jetzt in dieser in der Hauptmission jetzt kommt. Kommt der jetzt, wird er jetzt direkt eine neue Mission, Anfangsmission, das will ich nicht. Wird jetzt Sequenz 4 abgeschlossen, das will ich schon. Deswegen bin ich so ein bisschen im Zwiespalt. Ich mach's jetzt einfach und zur Not presse ich halt die Erinnerung ab. Versteck auf der Tiberninsel bitte. Ja, also, falls, ja, egal. So, nun presse ich sie einfach ab. Wo seid ihr gewesen? Wir alle haben Geheimnisse. Ich habe einen Weg zur Befehlsübermittlung an eure Rekruten eingerichtet. Wir senden die Befehle mit Brieftauben. Hab Dank, Machiavelli. Bartolomeo lässt sich entschuldigen. Die Franzosen haben ihren Angriff verstärkt. Claudia. Ezio. Nun gut. Ich habe einen Plan für die Borgia. Wir greifen ihre Ressourcen an oder Cesares Anhänger. Mein Plan sieht beides vor. Wenn wir den Geldhahn zudrehen, verliert Cesare seine Armee und kehrt ohne Männer zurück. Also, ich frage euch, woher stammt sein Kapital? Volpe? Agostino Chigi ist der Geldgeber des Papstes. Aber Cesare vertraut einem anderen. Im Moment wissen wir nur, dass man ihn den Bankier nennt. Es gibt einen, der dem Bankier Geld schuldet. Senator Egidio Trocke kommt jeden Tag und beklagt sich.
Bene, ich werde dieser Spur folgen. Französische Söldner bewachen die Straße zur Engelsburg. Wenn Cesare eintrifft, kommt ihr nicht mehr an ihn ran. Ich werde den General der Franzosen töten. Ist er tot? Hat Bartolomeo die Franzosen in der Defensive und sie müssen die Posten an der Brücke aufgeben. Auch ohne Söldner wird die päpstliche Garde weiterhin das innere Tor bewachen. Es gibt einen Nebeneingang. Lucretias neuestes Spielzeug. Pietro hat den Schlüssel. Ich sah ihn an der Burg. Kommt später zu mir. Meine Diebe werden versuchen, ihn aufzuspüren. Die Karte auf dem Schreibtisch ansehen. Klar, machen wir. Unser Assassin. Aufträge. Hier sieht man alle, die man gemacht hat. Assassinenversteck. Suchen Sie ein Assassinenversteck auf, um Rekruten aufzurüsten und ihren neue Aufträge zu geben. Wahrscheinlich. Und jetzt sollen wir es verlassen. Wo willst du hin? Ich nütze niemandem ohne mein Forli. Ich gehe zu meinen Kindern und hoffe auf Wiederherstellung meiner Ländereien. Ich wünschte, du bleibst. Du bist jetzt der Anführer der Assassinen. Vereinige sie, Ezio Auditore, und erobere Roma. Vittoria agli Assassini! Wie recht sie hat. Der Plan 100%. Yo, was geht? Alles klar, Sequenz 4 haben wir beendet. Richtig, steht hier auch da. Mission ein Dieb eliminieren war erfolgreich. Boah, das kommt jetzt. Ich hätte... Egal. Bald habe ich einen Meisterassassin und wir sind erst Sequenz 5, Alter. Ist das nicht geil? Boah, ist das geil. Ja, wie wir sehen. Wir sehen Roma. Sequenz 5. Der Bankier. Nichts Besonderes. Da ging schnell bei Schmieden, etc., etc., etc. Okay. Liebe Freunde, meine... Ja, wir gucken gerade mal. Alles reparieren, bitte. Kurz. Rüstung. Ja. Geschäftsauftrag. Aber das könnten wir uns schon mal gönnen. Denn Gesundheit kann man immer gut gebrauchen. Der ist aber trotzdem schlechter als alles, was ich im Moment habe. Geschäftsauftrag. Exotika. Was? Da fehlen noch zwei Schrumpfköpfe. Oh, Exotika. Zwei Schrumpfköpfe. Ich denke, die werden demnächst gesammelt. Beehrt mich wieder, wenn ihr wieder hier seid. Und neue Auftragsantate freigeschaltet. Könnt ihr diese Lea in der Kaserne aufsuchen? Das werden wir. Kommt, Freunde. Wöchentlicher Adler. Oh. Neue Kurtisanenmission anscheinend auch. Apothekenbedarf. Schnell wirkendes Gift. Geschäftsauftrag beenden, um Gegenstand freizuschalten. Geschäftsauftrag. Oh, fehlt jetzt auch nur noch einmal Akolit. Anscheinend sind wir da ganz gut drauf. Zweimal Schrumpfköpfe, einmal Akolit. Maria in der Rosa in Fioro aufsuchen. Aha. Wahrscheinlich auch noch Diebesmission neuer. Geschäftsaufträge sind auch neu. Tun kurz mal Geld abheben. Ja, zweimal Schrumpfkopf. Einmal Akonit. Dann haben wir es. Haben wir schon wieder zwei. So. Wie gesagt, da fehlt uns noch 6-mal Seide und 2-mal Kardinalspurpur, aber das war ja auch zu erwarten. Warum bringt ihm denn niemand Respekt? Ausgewählte Werke von Gemälde.
Gemälde sind immer cool zu kaufen. Schatzkarten. Kann man immer auch gut gebrauchen. Na, ah, einmal Papaver Silvaticum und dann haben wir den auch. Ja. Okay. Interessant zu wissen. Bitte beehrt mich wieder. Ich werde jetzt kurz speichern. Und Animus verlassen können wir auch wieder. Und wieder mit Leuten reden. Zion Statistik. 39,6% haben wir jetzt insgesamt. Ich denke, das ist schon eine ganz gute Zahl. Ich lege mal gerade meinen Controller weg. Will mich verabschieden. Denn ich habe jetzt schon ein wenig länger gemacht, als ich überhaupt wollte. Also, ich möchte mich gerne verabschieden. Und zwar, wenn es euch gefallen hat, dann gebt bitte einen Daumen nach oben, ein Like, lasst ein Like da und schreibt einen Kommentar, was man noch verbessern könnte oder was euch gefallen hat. Das ist mir gleichgültig. Ich werde es, denke ich mal, je nachdem, was das für ein Kommentar ist und wie gut die Verbesserung ist oder so, auch beherzigen. Wenn ihr immer up to date sein wollt, also falls ihr immer das Video dann sehen wollt, wenn es gerade rauskommt, das heißt, wenn ich gerade hochgeladen habe und ihr direkt das Video angucken wollt, dann drückt auf den Abonnieren-Button und ihr seid immer up to date. Immer wenn ein neues Video rauskommt, seid ihr immer direkt, vielleicht sogar der erste, vielleicht sogar der zweite, vielleicht der dritte, vielleicht der vierte, vielleicht der fünfte, so viele gibt es im Moment bei mir nicht. Und ihr verbreitet natürlich dann auch noch meine Community. Als letzter Punkt kann man sagen, wenn ihr auch eure Freunde teilhaben lasst an meinem, an meinem Spaß, den ich im Moment habe, an dem Let's Playen, dann könnt ihr natürlich das gerne auf diversen sozialen Netzwerken, dieses Video oder das Video davor oder irgendein Video von mir, auf den sozialen Netzwerken teilen. Auf Twitter, Facebook, Google+, whatever, was es auch immer noch gibt. Und dadurch verbreitet sich meine Community immer noch und man kann viele tolle Sachen damit machen oder mit der Community machen. Nur im Moment lohnt es sich allerdings gar nicht. Jedenfalls würde mich das sehr freuen und wir sehen uns. Ich will mich verabschieden, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.